Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema, das heißt der plötzliche Herztod und wie kann ich ihn verhindern? Und als Gesprächspartner haben wir Herrn Dr. Reul. Herr Dr. Reul ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und Palliativmedizin und Notarzt und Leiter der medizinischen Intensivstation an den Vidya-Kliniken. Und Herr Dr. Reul, was ist denn der plötzliche Herztod? Vom plötzlichen Herztod spricht man dann, wenn eigentlich ein Betroffener, der, wie man sagt, scheinbar gesund ist, aus einem guten Befinden heraus Beschwerden kriegt und innerhalb von einer Stunde einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet. Natürlich ist es oft so, deshalb sage ich scheinbar gesund, dass es eben doch zugrunde liegende Probleme gibt, aber oft trifft es eben Patienten, bei denen diesbezüglich vorher nichts bekannt ist, deshalb plötzlicher Herztod. Gibt es irgendwie Vorbeschwerden? Haben die Menschen, merken die vorher etwas? Oder welches ist das Risikokollektiv? Welcher Patient hat ein Risiko? Welcher Mensch hat ein Risiko? Ist ja noch kein Patient. Also das unterscheidet sich ein bisschen nach den Altersgruppen. In den Erwachsenen- und Seniorenalter ist es die koronare Herzerkrankung, also die Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße, der Herzinfarkt. Die häufigste Situation, wo so etwas auftreten kann, der plötzliche Herztod durch Kammerflimmern. In den jüngeren Patientengruppen, in den jüngeren betroffenen Gruppen handelt es sich oft um angeborene Erkrankungen. Mhm. Warnsymptome, alle Warnsymptome auf Herzerkrankungen sind auch Warnsymptome auf den plötzlichen Herztod. Also Zustände von Bewusstlosigkeit, Atembeschwerden, eingeschränkte Belastbarkeit, das sind die typischen Symptome, wo man aufmerksam werden sollte und diese abklären sollte. Also sind eigentlich Risikomenschen alle diejenigen, die eine Herzvorgeschichte haben, die eine Herzerkrankung haben? Insbesondere betroffene Erkrankte mit Herzmuskelerkrankungen und also Betroffene mit sogenannten Kardiomyopathien. Ja, also mit Herzmuskelerkrankungen und eingeschränkte Herzmuskelfunktionen. Und insbesondere auch die Patienten, die eine sehr eingeschränkte Herzmuskelfunktion haben. Wie kann man dann herausbekommen, welche Untersuchungen würde man machen, um herauszubekommen, ob jemand gefährdet sein könnte? Man untersucht die Leistungsfähigkeit vom Herzmuskel. Man kann auch eine sogenannte elektrophysiologische Untersuchung machen, also eine Art Provokation, um herauszufinden, wie stark ist jemand gefährdet für den plötzlichen Herztod. Und man kann, das ist die gute Nachricht, besonders bedrohte Betroffene auch mit einem Defibrillator schützen. Damit sind wir ja schon bei der Therapie. Also wenn man ein Risikopatient wäre, was kann man denn dagegen tun, gegen den plötzlichen Herztod? Natürlich muss die Grunderkrankung optimal therapiert werden, optimal eingestellt werden. Durchblutungsstörungen müssen beseitigt werden. Die medikamentöse Therapie spielt eine große Rolle. Wenn aber trotz allem das Risiko sich nicht beheben lässt, dann bleibt die Implantation eines Defibrillators, also eines erweiterten Herzschrittmachers, der bedrohliche Herzrhythmusstörungen erkennen und behandeln kann. Dr. Reul, wenn jetzt ein plötzlicher Herztod auftritt, was ist dann zu tun, wenn der Mensch bewusstlos wird, plötzlich? Könnte ja ein plötzlicher Herztod sein. Das Wichtigste ist in der Situation schnell und entschlossen zu handeln, Hilfe rufen, prüfen, ob eine Bewusstlosigkeit, ein Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegt, indem ich kurz prüfe, ob die betroffene Person ansprechbar ist. Und wenn die Person nicht ansprechbar ist, nicht normal atmet, Notruf tätigen und dann sofortige Herzdruckmassage beginnen, entschlossene, kräftige Herzdruckmassage 100 bis 120 Mal pro Minute auf das Brustbein vom Patienten. Das ist die wichtigste Maßnahme. Es geht um das Durchhalten der ersten Minuten, bis der Rettungsdienst kommt. Und so kann man effektiv genau helfen. Aber wichtig scheint ja zu sein, erstmal den Notruf abzuschicken und zu sagen, ich brauche Hilfe. Und dann beginnt man mit der Reanimation. Genau. Und dieser Notruf, wenn der stattfindet, was hat denn derjenige zu sagen? Soll der nur einfach Hilfe rufen oder soll der sagen, Wiederbelebung? Kurzes Schlagwort, Wiederbelebung, Herz-Kreislauf-Stillstand, und dann Adresse. Funktioniert die Rettungskette? Ja. Gut. Und dann kommt die Reanimation. Und diese Reanimation ist primär ja nur eine Kompression des Brustkorbes. Es geht um ein notdürftiges Aufrechterhalten eines Kreislaufes durch Kompression des Brustkorbs. Wie gesagt, 100 bis 120 Mal pro Minute, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Das geht schnell, aber diese ersten Minuten sind entscheidend. Und das kann jeder. Das ist ganz einfach. Man muss sich nur überwinden. Den größten Fehler macht immer derjenige, der nichts macht. Und man kann es lernen? Man kann es lernen.
Das Deutsche Rote Kreuz bietet Erste-Hilfe-Kurse an. Gutscheine für Erste-Hilfe-Kurse können auch ein wunderbares Geschenk sein. Das wäre doch wunderbar. Es ist doch ein für alle Festtage sozusagen ein ideales Geschenk oder Geburtstage, nicht? Wunderbar. Genau. Ja, Dr. Reul, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, das war für Sie interessant. Man kann sehr viel tun. Man kann den plötzlichen Herztod erkennen. Und wichtig ist, dass man instinktiv handelt und dass man, wenn man Sorgen hat, dass man etwas hätte, dass es sein könnte, dass man den Arzt aufsucht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.